Hallöchen, meine Pandas. Jetzt willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, wir haben die erste Hälfte der wundervollen, ja, des wundervollen Pfades zum Sora-Dorf geschafft. Wir wollen allerdings noch den Rest schaffen. Allerdings sind diese Mistkröten da. Well. Ach, wirklich jetzt? Ah, sehr schön. Komm doch mal ran da, Amanda. Upsi. Ach du Heilige. Es gewittert, es tut mir leid, wenn ihr es hört. Ist man auch immer nach dem Essen. Definitiv. Das gibt's nicht. Eben war ich noch so gut. Ja, in der Zwischenzeit ist aber auch schon eine halbe Stunde oder so vergangen. Ich habe nämlich gegessen um 0 Uhr morgens. Soll man nicht machen, ich weiß, aber naja. Abwehrmedizin. Aha. Nee. Oh, well, och. Na super. Au! Als ob. Och. Wozu ist das dann da? Okay, wartet. Wir können das vielleicht doch umgehen. Wäre schon geil, ne? Also. Auch wenn die vielleicht richtig gute Waffen geben. Wir schaffen es da hoch. Das sag ich ja. Das wäre jetzt auch gedacht, wenn nicht. Zwei Stück auf einmal. Oha! Krasser Scheiß. Fuck. Bitch, was willst du machen, okay, wartet. Wartet. Ich weiß. Oha, geil. Ist der gut? Auf jeden Fall besser als das. Das ist schon mal sehr schön. Ja. Nehmen. Das ist schon mal weg. Ist das nächste Fass? Hihihihihihi. An die Truhe gehen wir gleich. Erstmal. Oha, der hat überlebt. Als ob der überlebt hat. Darfst nicht überleben, Kumpel.
behindert? Der ist behindert. Ist okay. Ich mache erst die Truhe auf. Silberner Rubin. Ich hätte jetzt eigentlich eine Waffe erwartet, aber naja. Der schadet sich die ganze Zeit selber. Oh, cool. Mhm. Und jetzt denkt er, er sei wieder alleine. Was zur Hölle. Also manchmal... Ich frag nicht mehr. Das sieht sehr stark aus. Soldaten-Zweihänder. Ja, so stark jetzt auch wieder nicht. Exalbumerang ist genauso gut. Ja, komm dann. Cool. Schön Handy gegeben. Und weg ist er. So, das waren, glaube ich, jetzt die einzigen hier. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, ich bin gefühlt der einzige Mensch auf Erden, der einzigen sagt und nicht einzigste. Und das meine ich ernsthaft. Ich bin gefühlt echt der einzige Mensch, der das so sagt. Cross off ist richtig. Dafür kann ich kein Englisch. Lol. Das waren dezent viele Kröten. Hier hinten muss ich zwar nicht hin, aber da hinten ist noch ein bisschen Hyrule-Gras. Was ist hier? Es sieht aus, als wäre hier irgendwo. Hahaha. Tolles. Toll nicht, aber dafür. Ja, nervig. Super. Cool. Hat uns ja viel gebracht. Oh, cool. Ein Bernstein. Jui. Ah, wir hätten beinahe die Truhen übrigens vergessen. Die kann man nicht zufälligerweise irgendwie zerstören. Oh, upsie. Kann man. Puff. Es war nur nichts drin. Ist auch okay. Eigentlich nicht. Eigentlich finde ich das voll uncool, aber naja. Ah, noch ein Bernstein. Ein Feuerzweig. Sehr schön. Okay. Was war das? Ich habe gehört, als würde hier ein Pfeil auf mich geschossen werden. Eigentlich sollte das nicht sein. Übrigens, zwischenspeichern. Ich sitze auch heute schon wieder total doof. Wartet mal. So. So. Perfekt. Was ist da? Ein Opal. Cool. Hier ist nicht zufällig gewählt. Nein, hier ist nichts. Okay. Dachte. Warte mal. Oh. Hi. Der hat voll den Salto gemacht. Mega. Hier ist nichts. Sicher? Das sieht so... Hier muss was sein. Das sieht so special-mäßig aus.
das? Ich muss es wissen. Was ist das? Untersuchung. Die Geschichte des Volkes der Zora, dritter Teil. Oha, warte, wir sind an solchen Teilen vorbei. Nein, 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 nicht lesen, nicht lesen, nicht lesen. Ich warne euch, lest das nicht. Das lesen wir, sobald wir den Kampf hinter uns haben. Das ist ja cool. Okay, warte, der dritte Teil ist also hier. Ein Schild zum Lesen. So würde ich das jetzt interpretieren, aber naja. Wie viele Spielstunden habe ich eigentlich schon? Das muss ich mal ganz kurz wirklich gucken. 25 Stunden oder länger. Jetzt mal 85 Stunden Animal Crossing. Das ist schon a little bit peinlich. Okay. Sportkröte. Hihi. Aha, hier waren die eben. Natürlich. Mistvieh. Jetzt habe ich mir eine Kröte wegen dem nicht. Aber. Hä, hey, da ist noch eins. Okay, da ist bestimmt Teil 4. Ja, das lesen wir alles, sobald wir die gerettet haben. Fertig ist. Wäre, glaube ich, das Schönste, was wir machen können. Hä, wo ist denn jetzt diese Brücke nochmal? Wissen wir nicht. Ach, da. Hä? Was? Nee, doch. Warte, da. Da ist die Brücke. Hier müssen wir nicht lang, ne? Nee, hier müssen wir nicht lang. Von da kommen wir, ja, von da kommen wir. Glaube ich jedenfalls. Well, never mind. Ab zur Brücke. Den kann man nicht hochheben. Den kann man hochheben. Kröte. Yay. Aha, okay. Wir werden gleich safe wieder angesprochen. Links sieht mit diesem Zopf schon so minimal weiblich aus. Es tut mir leid. I am so sorry. Ich sollte was... Hey. Sag ich doch. Hallo, Link. Hier bin ich, hier unten. So nah und doch so fern, was? Aber ich wusste, dass du diese Brücke überqueren würdest. Nicht mehr lange, dann kommst du zum Dorf der Zoras. Ich schwimme schon mal vor, wir sehen uns dann im Dorf. Oh, nein, Link. Von hinten kommt ein Monster auf dich zu. Oh, wow. Oh, wow. Ich glaube, es hat vorher gespeichert. Also da bin ich mir jetzt ziemlich sicher bei Nintendo. Das wäre sonst echt peinlich, wenn ihr davor nicht gespeichert hättet. Oder genau zu diesem Zeitpunkt. Oh, das wäre auch mies. Das wäre richtig mies. Ah ja, okay. Ja, genau zu diesem Zeitpunkt. Das war eigentlich schon ganz gut, die Waffe. Wir nehmen trotzdem mal Soldaten-Zweithänder. Ich habe eine Idee.
Ich habe eine Idee. Wie, es klappt nicht. Cool. Will der jetzt nochmal mit uns reden oder eher nicht so? Anscheinend eher nicht so. Okay. Tschüss. Ey, die decken uns doch schon wieder mit allerlei Sachen ein. Ich habe Angst vor diesem Kampf, allein schon, weil hier so viele Pilze wachsen und Waffen generell auch sind und so. Maxi-Rübe, ja moin. Ich hab da langsam echt Angst vor. Wir haben ja gar keine Waffe mehr. Da war ich mal ganz kurz weg. Es tut mir leid. Ist auch zerbrochen. Na super. Ui, da war sogar was drin. Ein Röstbarsch. Sehr schön. Geld. Bald haben wir die 3000 voll. Ich sehe es schon kommen. Ach, verdammt. Ich hatte kurz das Spiel aus. Jetzt ist der Dreh weg. Na super. Oh well. Waren wir da schon, oder? Ne, da kommen wir erst hin, oder? Ich habe keine Ahnung. Okay. Lass mich raten, hier kommen wir wieder zu so einer Tafel, die die weitere Geschichte erzählt. Aber natürlich. Okay. Die werden wir jetzt aber nicht lesen. Da steht doch irgendwas. A little bit Edelwild. Verdammt. Es ist sogar Edelwild. Ha, Edelwild. Yes. Okay. Dann mal let's go. Ich will mich die ganze Zeit davor drücken, dahin zu rennen. Aber, naja. Wir müssen auch zu dem Titan. Mal gucken, ob wir ihn besiegen können. Ich glaube, sehr weniger, aber naja. Also wenn das alles 10 Folgen dauert, ne, es tut mir sowas von leid. Es wird sehr viel Gefluche auch geben übrigens. Lol, nicht schon wieder so ein dummes Ding. Nicht schon wieder. Purer Hass. Einfach nur purer Hass, Alter. Immerhin kriegen wir jetzt wieder... Ach nee, diesmal ist es ein Elektrostab. Ist immer wow, 5. Super. Das ist ja... Wundervoll.
Ein Apfel, dafür habe ich jetzt die Hälfte meiner Waffe verbraucht. Duo Exhal-Lanzung. Die will ich jetzt sehen. Wegwerfen. Oh, das geht. Wir sollten mal die hier. Bam. So. Wir machen so ein bisschen was. Hier war nichts Gutes dabei. Bumm. Nö. Ebenfalls nichts Gutes. Als ob hier nie was Gutes drin ist. Immer noch nicht. Warte. Ein Röstbarsch. Cool. War zwar nicht da drin, sondern lag da schon, aber trotzdem gut. Okay, vielleicht lagen die doch dort. Wait, das Geld. Das auch Geld. Vielleicht droppen die Geld und wir sehen es nur nie, weil es fliegt. Oh mein Gott. Ist da unten jetzt vielleicht Geld? Nee, schade, dachte. Well. Immerhin 5 Holzpfeile. Hier ist noch einer. Bumm. Da war nichts drin anscheinend. Ich habe jedenfalls auch nichts fliegen sehen. Oder auch doch. Okay. Da ist noch eine Tafel. Wir müssen die hinterher auch nur in der richtigen Reihenfolge lesen. Oh Gott, oh Gott. What? Ich komme immer näher. Ich will nicht mehr. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Wer ist das? Ein normaler Vogel. Okay, well, never mind. Schade. Der Pfeil ist weg. Oh. Hello. Kröte. Boom. Ach, Mann. Ich hätte von oben kommen sollen. Hauptsache, es wird groß angekündigt, bevor wir da sind. Ja. Da bin ich echt Angst. Oh wow, wirklich jetzt. Ich hasse diese Bögen, ey. Das ist schrecklich. Ich will dir ein Heady geben. Komm schon. Ach Mann. Warum muss der sich die ganze Zeit bewegen? Yeah, ein Heady. Das Ding ist, der hatte ja noch einen Kumpel. Nee, doch nicht. Der hatte nur ein Wildschwein dort. Ist okay. Ist auch gut. Bei wem sind sie ganz so alleine, ne? Okay. Ah, da ist noch einer. Ein Bernstein. Sehr schön. Immer schön unter jedem Fels gucken, da könnte was Schönes sein. Eine Maxi-Echse! Cool! Wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Thank you.
Ich liebe es. Ich finde das so gut. Die wissen nicht mal, woher es kommt. Und wir bekommen die ganzen Pfeile wieder. Okay, well, nicht alle, aber die meisten. Wir werden gleich wieder angesprochen. Vom Prinz der Zoras. Eine Fittkröte. Bernstein. Ein Maxi-Trüffel. Mittagessen. Eine doppelte Ausführung. Oh. Ach. No. Ja, nee, man kann es nicht abbrechen. Würde ich gerne mal wissen, ob man das abbrechen kann. Essen. Essen. Wir müssten safe gleich nochmal angesprochen werden. Na! Das ist jetzt nicht wirklich passiert, oder? Das war gutes Geld. Mann. Ach Mann. Ich hoffe, wir bekommen das ausgezahlt. Irgendwie. So. Was? Nee. Ah, okay. Oh, eine Holzfäller-Axt. Cool. Wait a second. Haben wir irgendwas, was billiger ist als eine Holzfäller-Axt? Eventuell der Elektrostab. Nein, die Holzfäller-Axt ist billiger als der Elektrostab. Läuft. Weißt du, das war damals unsere beste Waffe. So am Anfang. Sogar schon vor der Route. Ich speichere hier jetzt, because ich habe das Gefühl, gleich geht der Bossfight los. Ich habe echt Angst davor. Ich habe unnormale Angst gerade. Ach. Guck mal, wie weit wir noch brauchen, warte. Guck mal, wie weit wir noch brauchen. Wir haben den kompletten Weg durch. Ey. Der Weg ist aber auch lang, Alter. Was zur Hölle? Dorf der Zoras. Ich habe so Angst. Oh, ist das schön, das Dorf. Oh. Ich habe auf dich gewartet, Link. Willkommen im Dorf der Zoras. Komm mit, ich stelle dich dem König vor, hier entlang. Hä, ich dachte, das Dorf wird jetzt regiert von dem Titan, oder nicht? Lol. Hab mich voll verarscht. Hm? Ich laufe hier erstmal lang. Lol, hier ist ja alles voll Wasser. Okay, Ausdauerkrabbe. Noch eine Ausdauerkrabbe. Lol, das ist alles miteinander verbunden. Das ist voll gruselig.
Oh, wie süß sind denn sowas, Kinder? Tut mir leid. Würdest du mich bitte in Ruhe arbeiten lassen? Okay. Mama. Hi. Was ist? Onkel. Hey, du siehst aber komisch aus. Ich bin ein Hylianer. Ein Hylianer? So etwas sehe ich zum ersten Mal. Kommen Hylianer von ganz weit weg? Dann hast du vielleicht auf dem Weg meine Mama gesehen. Sie heißt Dedur. Seit das Wassermonster wild geworden ist, ist sie verschwunden. Naja, ich bin ziemlich sicher, sie wird bald wieder nach Hause kommen. Dedur. Ich weiß nicht, ob wir Dedur gesehen haben. Ich merke mir den Namen nicht so gut. Tut mir leid. Hä? Nanu? Was? Link? So wahr ich hier stehe, du bist doch Link, der Recke der Hylianer. Ich bin's. Taribon. Wir haben den bestimmt schon mal gesehen. Du hast mir als Kind das Schwimmen beigebracht, weißt du nicht mehr? Lol. Lol. Alter, was ist denn jetzt los? Ich habe das Gefühl, über uns, genau über uns, ist ein Gewitter. Ich weiß es leider nicht mehr. Naja, das ist ja auch 100 Jahre her. Jetzt bin ich 130 Jahre alt. Aber für einen Hylianer scheinst du absonderlich lang zu leben. Absonderlich lang. Vater, du bist doch jetzt im Dienst. Tja, ich kann gerade einfach nicht anders. Weißt du noch, unser Anführer Basu und Yoada, der Wildfang? Mein Vater Molden ist zwar recht alt geworden, aber es geht ihnen allen so weit gut. Ich finde es so lustig, dass er so weit statt so weit sagt. Nur von den Alten des Dorfes solltest du dich besser fernhalten. Aber was rede ich da? Sicher hast du andere Sorgen. Du warst vermutlich auf dem Weg in den Thronsaal, oder? Lass dich nicht aufhalten. Mein Vater ist deinetwegen irgendwie ganz aufgeregt. Naja, egal. Hylianer, hm? Schön, dich kennenzulernen. Mein Name lautet Dumya. Bist du eine Frau? Was dagegen? Wie alt bist du? So was fragt man eine Dame nicht. Unter 100 Jahren ist alles, was ich dir sagen werde. Und so viel dürfte dir ja wohl auch klar sein. Oder hörst du etwa diesen sonderbaren Sprachtick bei mir, den die Alten alle haben? Im Dorf der Zoras wird jedenfalls gerade ein Hylianer-Krieg gesucht. Krieger gesucht. Näheres kann dir der König Dorefan erzählen, den du weiter drin findest. Okay. Die Alten haben also alle einen Sprachfehler, ja moin. Das ist schon ziemlich fies von ihr. Vogelnuss. Können wir bestimmt mal gebrauchen. Und noch eine Krabbe. Tut mir leid. Was tut dem denn leid? Der Hylianer. Du bist sicher müde nach deiner langen Reise. Ich bin Letogan. Aber genug geredet. Wärst du so freundlich, König Dorefan aufzusuchen? Wenn du den Prinzen suchst, geh einfach zum Thronsaal. Okay, well. Ja. Guten Tag. Bist du ein Hylianer? Gut beobachtet. Ich sollte mich vorstellen. Mein Name ist Amol. Ich bin die Sekretärin der königlichen Familie. Ist dir diese Statue der großen Mifa aufgefallen? Ja. Oh, voll schön. Ich hoffe, es ist nicht zu anmaßend, wenn ich dich in dieser Form belehre. Diese Statue bildet die große Mifa ab, die einst der Recke der Zoras war. Mifa war doch in einer Erinnerung. Oder nicht? War das nicht die total eifersüchtig auf Link reagiert hat? Ich bin mir nicht sicher. Sie war wunderschön und herzensgut. Durch das Auflegen ihrer edlen Hände heilte sie die Wunden der Krieger unseres Dorfes, so sagt man.
Die Krieger von damals sind mittlerweile alle Gebeutekreise, okay? So kommt es, dass die Alten in unserem Dorf Mifa am glühendsten verehren. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, kannst du sie ja selbst dazu befragen. Okay. Wir werden mal ganz kurz Nijioma Schrein überspringen. Jetzt haben wir den wenigstens schon mal registriert. Guten Tag. Willkommen im Marott Markt. Das hier ist der Krämerladen Korallenriff und weiter hinten die Schmiede Hammerhai. Oder kann ich dir sonst irgendwie helfen? Schmiede. Dento, der Schmied ist mein Opa. Er hat seinerzeit die Lichtschuppenlanze der großen Mifa in Schuss gehalten. Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Krämerladen? Unsere Krämerladen gibt es schon seit über 100 Jahren. Ein traditionsreicher Familienbetrieb. Clef, der Chef, ist immer ganz ernst. Seine kleine Schwester Tona hingegen schwärmt den ganzen Tag vom Prinz Sidon. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Marottmarkt? Jep. Der Name gehört zum Krämerladen und zur Schmiede. Marottmarkt, Marottmarkt, Marottmarkt. Der kleine Preisheld im Dorf der Zoras. Tada! Ach, die hat das gesungen, okay. Na, wie gefällt dir mein Werbeliedchen? Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Nö. Mach's gut. Oh Gott, die ist so glücklich, die ist so fröhlich, oh mein Gott. We need this. Ja. Nimm alles. Jo. Die hier auch. Nimm alles. Es ist mir relativ viel Dingens wir hier jetzt lassen, aber Ja. ich muss mich ausstatten. Gerne. Steinsalz, nee. Sportpfeilchen, nee. Nee. Das reicht. Jo. Hallo. Du bist ein Hylianer, oder? Nicht viele von euch hier in der Gegend. Ich war auf Reisen und bin dabei Prinz Sidon begegnet. Der hat mich dann hierher eingeladen. Ich kann zwar Elektropfeile anfassen, ohne eine gewischt zu kriegen, aber anscheinend bin ich etwas zu schwer. Prinz Sidon meinte, wenn er mich auf den Rücken mitnimmt, landen wir auf dem Grund des Stausees. Mich hat er gar nicht erst gefragt, ob er mich auf dem Rücken mitnimmt, weißt du? Hätte ich mir den ganzen Weg sparen können. Prinz Sidon, ich bin jetzt echt sauer auf dich. Das hätte er schon etwas diplomatischer formulieren können. Oh. Das ist schon irgendwie cute. Hi. Alter, der sieht echt alt aus. Punkt, Punkt, Punkt. So, der Hylianer, wegen dem wir unsere Mifa verloren haben. Läuft's also hier herum, als wäre nichts? Was willst du hier? Wo sind wir hier? Waffenschmiede. Was machst du? Lanzen reparieren. Lanzen? Die Lichtschuppenlanze, die Zeremonielanze. Egal, für was für Getöse hier machst. Solange du nicht die Lichtschuppenlanze besitzt, brauchst du gar nicht hier herzukommen. Jetzt hau schon ab. Oha, ich will doch einfach nur. Der mag mich nicht. Der mag mich absolut nicht. Der hasst mich. Tut mir leid. Ich bin jetzt auch sauer auf den. Jetzt mag ich den auch nicht. Tut mir leid. Wofür entschuldigst du dich? Ja, was gibt es denn? War ein Hylianer. Und auch noch du, Link? Wie kannst du es wagen? Glaubst du, wir hätten dir wegen Mifa verziehen? Warte. Wie bitte? In Mifas Namen werde ich dich einer gerechten Strafe zukommen lassen. Zumindest würde ich das gerne. Du solltest dich glücklich schätzen, dass der Senat des Dorfes der Zora alle Hände voll mit Ruta zu tun hat. Ruta? Du warst doch vor 100 Jahren dabei und du erinnerst dich nicht an Ruta? Der Titan war Ruta. Die große Mifa-Recke der Zora steuerte im Kampf gegen die Verheerung Ganon. Warum der Titan nun an diese Sintflut auf unser Dorf niedergeprasselt lässt, wissen wir nicht.
niederprasseln lässt. Meine Güte. Ich persönlich, ich stelle mir vor, das sind Mifas Tränen, weil sie starb, ohne ihre Pflicht erfüllen zu können. Oh Gott. Aua. Mein Nacken knackt die ganze Zeit. Oh Gott, das tut mir voll leid für die. Aber wir können uns halt wirklich nicht erinnern. Keine Ahnung. Sorry. Link, hm? Wir kümmern uns um Ruta, denn der Senat ist nicht wehrlos. Ich erledige das. Zeug Schamlosigkeit. Glaubst du etwa, wir wollen die Hilfe von so einem wie dir? Puh, uff. Geh mir jetzt aus den Augen. Los, sofort, hinfort mit dir. Oh, deinetwegen war mir ganz entfallen, dass ich ja die Lanze verloren habe. Ach, was soll ich nur tun? Warte mal. Lanze? Sorg dich um deine eigenen Angelegenheiten. So, jetzt muss ich nur noch um Ruta kümmern. Hm, Link, hm? Wir kümmern uns um Ruta. Lanze? Ich erledige das? Wir müssen die Lanze finden. Wo ist diese verkackte Lanze? Wait a second. Vielleicht können wir den hier unten nochmal ausfragen. Wir brauchen diese Lanze. Ich wette mit euch, wir müssen die Lanze finden, bevor wir überhaupt dagegen antreten dürfen. Lanzen? Ja, okay. Ich brauche die richtige Lanze. Sorry. Die richtige Lanze. Verdammt. Die Lanze brauche ich. Die da hat. Oh, wait a second. Fuck. Ja. War mir schon klar. Schade. Ich dachte, wir könnten das vielleicht aufnehmen. Aber naja, ist okay. Dann halt nicht. Also ich dachte, wir kriegen das vielleicht in das Ding ins Handbuch rein. Nach sowas, ja. Nach sowas, hm, genau. Tja. Mifa, seht mich an, hört meinen Schwur. Ich werde Waruta ein Stück geschlagen, zumal ich Segon bin, der, den man einst den Feldwebel des Todes nannte. Was wird denn das? Du bist Link! Rache für Mifa! Nach 100 Jahren lässt du dich allzu wieder blicken. Ich, Segon, werde dich höchstpersönlich niederstrecken. Digga, warum? Was haben die alle gegen mich? Ich kenne die doch noch nicht mal. Die kennen mich, aber ich kenne die nicht. Also das ist ein Problem, Leute, ne? Also bitte erklärt mir, was ihr gegen mich habt. Danke. Wovon redest du? So willst du mir also kommen? Allzu kommen? Oh nein, du wirst mich nicht täuschen, Recke Link. Du warst es, der Mifa vor dem Bösen in Person vor Ganon hätte beschützen können. Und was hast du getan? Verzagt hast du. 100 Jahre ist es schon her. Oh, Mifa, euer Verlust schmerzt mich jeden Tag aufs Neue. Dieses Mal... niemand hier will deine Hilfe. Ich, Segon, Feldwebel des Todes, schwöre zugleich, dass mein Ende bedeuten mag. Ich werde Elektropfeile auf Ruta hinabregnen lassen und das Unrecht gut machen, das Mifa angetan wurde. Hast du verstanden? Dann hau endlich ab. Ich hätte gern die Lanze. Geh mal weg da. Was? Mini, das steht. So links so. Ich unterziehe mich einem Zondertraining. Ich lasse nicht locker, bis ich Elektropfeile anfassen kann. Tu nicht so, als hätte ich das nicht letztes Mal schon gesagt. Zeug Kampfeswille. Und das, obwohl ich dir gegenüberstehe. Segon, der einstige Feldwebel des Todes. Damit hast du Verantwortung, Waruta zu besänftigen. Was? Was stehst du also noch hier rum? Okay. Okay. Hi. Hey. Willkommen. Wir suchen im Dorf der Zuras gerade nach einem Hylianer wie dir. Du zolltest... Du bist noch jung. Warum hast du diesen Sprachfehler? Du zolltest zugleich nach oben gehen.
Dieser Hylianer. Ich hatte das Gefühl, nicht nur, ihn vor langer Zeit schon einmal gesehen zu haben. Ach, okay, so jung bist du auch nicht mehr. Die ganz Alten, die erkennen mich. Beten. Du hast Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Ich will dir neue Kraft gewähren, doch du besitzt noch keine 4 Zeichen der Bewährung. Suche die Schreine in diesem Reich und stelle dich neuen Herausforderungen. Sobald du 4 Zeichen der Bewährung erfangen hast, kehre zu mir zurück. Ist okay. Später dann. Hi! Sieh an, der Hylianer vom Zubrafluss. Bist du auf Geheiß von Prinz Sidon hier? König Dorifan und der Prinz sind im Thronsaal. Hast du dir schon angehört, was sie zu sagen haben? Noch nicht. Was rennst du hier so rum? Oh, du hast ja gar keine Flossen. Bist du ein Hylianer? Ich bin die Vorsitzende des offiziellen Prinz Sidon Fanclubs, Tula. Das ist die kleine Schwester von dem Typen aus dem Krämerladen. Ich hoffe, du kennst Prinz Sidon. Ja. Ich hätte mir denken sollen, dass ganz Hyrule Prinz Sidon bewundert. Ach, mein Prinz. Wenn ich nur an euch denke, bekomme ich schon weiche Knie. Wenn ich dagegen an die alten Knacker im Dorf denke. Oh, entschuldige. Auf jeden Fall ist Prinz Sidon eine außergewöhnliche Persönlichkeit mit ganz wundervollen Ansichten. Wenn du Gelegenheit hast, solltest du unbedingt einmal mit ihm reden. Irgendwie ja süß. Guck mal, die hier rennen. Was ist los mit der? Zora-Schild? Ich will das andere sehen. Zora-Schwert. Elektrostab lassen wir mal. Vielleicht ist der wirklich gut gegen den Dingens. Weil alle meinen ja gerade, dass der Titan total anfällig gegenüber Elektro ist. Also Elektrostab sollten wir vielleicht da lassen. Das hier ist nicht der Thronsaal, das ist glaube ich oben, ne? Ja. Oh! Wir kennen uns doch von der Ingogo-Brücke. Trofeo. I don't know. Da du jetzt hier bist, nehme ich an, du hast Prinz Sidon dann doch noch gefunden. Ach, aber egal, du solltest jetzt erstmal zum Thronsaal gehen. Hör dir einfach an, was König Dorifan zu sagen hat. Okay, nachdem ich... Hier. Oh. Da pennt einer. Ist okay. Die pennen also im Wasser. Okay. Cool. Vielleicht ist das so der Schlafsaal. Prinz Sidon. Toner. ZZZ. Hihi. Blublublub. Hihi. Blubbel. Das ist so lustig, ey. Das ist anscheinend wirklich der Schlafsaal, so wie alle schlafen. Schon wieder ein alter Knacker. Was machst du da? Zozo, ein Fremder, Auf diesem Gedenkstein hat König Dorifan die Geschichte unseres Volkes aufgeschrieben. Ich möchte den Inhalt in einem Buch zusammenfassen, deshalb lese ich mir alles nochmal durch. Harte Arbeit. Link! Ich dachte halt wirklich, er würde uns nicht erkennen. Wir hätten endlich mal einen alten Knacker dort gefunden, der uns nicht hasst. Aber nein. Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Du bist der Grund, aus dem wir unsere geliebte Mifa verloren haben. Und sowas schimpft für sich Recke der Hylianer. Eines sollst du wissen, Bursche. Wir werden dir nie verzeihen. In 1000 Jahren nicht. Ich weiß von nichts. Du glaubst also, damit ist es getan? Nicht nur habt ihr Hylianer damals vor 100 Jahren darin versagt, diese Pest von Galon zu entsorgen. Ihr habt auch noch Mifa geraubt.
Das werde ich euch, Juliana, nie verzeihen. Solange ich lebe nicht. Hörst du? Okay, well. Wollen wir uns das durchlesen? Oh, nee. Nee, nee. Da fehlt... Arg verwittert. Das kann man ja kaum noch lesen. Obwohl, wartet mal. Die Geschichte des Volkes der Zoras. Siebter Teil. Die Sagen vom Helden, der den Leunen bezwang. Niedergeschrieben von Dorifan, König der Zoras. Lange ist es her, da trief ein Leune auf dem Donnerhof sein Unwesen. Und verzagte das Volk in Angst und Schrecken. Ich habe jetzt mit Absicht verzagte gesagt, weil Sprachfehler von denen. Doch dann kam ein Hylianer aus dem irgendwas mit S. Doch dann kam ein Hylianer aus bla bla bla, dem die besser über Liste, bla bla bla, keine Ahnung. Der Zora-Helm, den er dabei trug, wird seinem in einem, keine Ahnung, irgendwas mit NK am Ende, wahrscheinlich ein Link. Well, that escalated quickly. Wir hassen uns einfach alle. Zorzo, ein Besucher. Und wie schön, dass dich dein Weg ins Dorf der Zoras berührt hat. Du bist doch Link! Der Hylianer, der vor 100 Jahren Mifa zwang, ihm in die Schlacht zu folgen, wo sie der Verheerung Ganon anheimfiel. Dein Gesicht, als könnte ich es jemals vergessen. Du sollst wissen, die Alten, die Mifa verehren, sprechen deinen Namen mit Abscheu aus. Ach so, er ist... Okay, er mag uns anscheinend. Doch ich bin der Meinung, man soll die Vergangenheit auf sich beruhen lassen. Link, ich bin nicht länger Priester und lebe mein Leben nun in gehorsamer Zurückgezogenheit. Aber seitdem ich aufgehört habe, ist jeder Tag langweilig. Ich sitze Tag für Tag tatenlos herum, bis ich diese Welt dereinst verlasse. Link, sag mir, was ist der Sinn des Ganzen? Wenn du auf deinen Reisen ein verlobtes Paar triffst, lass es mich wissen. Ich bin entschlossen, ein letztes Mal meine Berufung als Priester zu erfüllen. Oha, okay. Okay. Das müssen wir uns merken. Hello? Es war Ruta schuld oder doch ich? Das ist der sich die ganze Zeit entschuldigt hat. Ey, ich glaube, wir müssen den gleich köpfen, Alter. Der hat doch irgendwas verbrochen. Schon hat der die Lanze verloren. Oh mein Gott. Da bin ich echt sauer auf den. Waren wir dort schon? Nee. Da waren wir noch nicht. Alter, wo geht's denn hier noch lang? Das Dorf ist ja so 10 Kilometer lang. Was zur Hölle? Also hier drin waren wir schon überall, bis auf im Thronsaal. Wir müssen jetzt nur noch hier außen lang. Aber wie wir da hinkommen, keine Ahnung. Machen wir dann. Machen wir dann. Oh. So. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann in den Thronsaal. Bis zum nächsten Mal bei der nächsten Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Tüdelü!